Hallo Gamerfreunde und Ladies, herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Mafia 3. Ja, wir befinden uns jetzt hier in der zukünftigen Vergangenheit, in der vergangenen Zukunft, noch im Banktresor der Reserve Bank, whatever. Und ja, müssen uns jetzt hier raus manövrieren mit Georgie, dem Schisser. Bleib ruhig. Wir schaffen das. Motherfucker. Informationsansicht. Verfolge Gegner, die du entdeckt hast. Mit der Informationsansicht. Sie zeigen auch Ziele, Waffenschränke und Medizinschränke in der Nähe an. Informationssicht aktivieren. Drücken. Aha. Ich habe Sichtkontakt zum Verdächtigen. Oh shit. Ach, guck an, das ist ja interessant. Okay. Noch ein Mann am Boden. Boah, schön die Rübe weggeschossen. Trifft dich wieder mit Georgie. Boah. Wie schnell war denn der jetzt weg? Okay. Was? Verdammt, Alice, wo bleibt ihr denn? Scheiße, der lebt noch. Es ist dauernd heiß gelaufen. Bei dir und Lincoln alles okay? Ey, tut mir irgendwie leid, aber. Er schiebt alles weg, damit wir Platz haben, das Geld zu fahren. Okay, wenn wir hier oben fertig sind, werfen wir das Geld runter. Mach schnell! Die haben das Licht ausgemacht. Kümmert ihr euch um die Kohle, ich mach das hier klar. Verteidige Georgie. So. Er muss ja irgendwo stecken. Suchen wir einfach weiter. Ich habe Sichtkontakt zum Verdächtigen. Hey, ich habe ihn. Nee, ich hab dich. Mir juckt der Abzug. Oh shit, hier. Der Abzugsfinger. Mir juckt gleich was ganz anderes bei dir. Indem ich dir die Waffe richtig hinhalte. Boah. Haben wir's? Da sind die anderen beiden, okay. Warte mal, wo ist denn jetzt das Medizin? Deckung wechseln. Deckung wechseln auf Deckung in der Nähe erst L drücken, drücke dann A. Deckung umkreisen an der Kante. Ja, okay. Das kennen wir jetzt schon. Okay. Oh, oh. Er versucht zu fliehen. Sind das nicht die Wachleute, die angeblich aus dem versuchen uns rauszutreiben. Konzentrier dich darauf, was du tust. Hä, wieso kann. Mach den ganzen Laden dicht. Hier kommt die Rechte. Oh, shit. Boah. Es sind ja viele von uns übrig. Komm, ich mach Medizin. Oh, shit. Jemanden, der schießen kann. Ich habe Sichtkontakt zum Verdächtigen. Hoffentlich habt ihr mir was übrig gelassen. Wir müssen ihn in die Zange nehmen. Er ist da drüben. Ich habe Sichtkontakt zum Verdächtigen. Oh shit! Oh shit! Scheiße, brauche Munition! Der juckt der Abzug! Ach du Scheiße! Boah, okay. Ah, alles klar. Schöne Bilder, ja. Sind das nicht die Wachleute, die angeblich aus Baton Rouge kommen? Oh.
Also irgendwie ist das noch ein bisschen komisch mit der Steuerung. Dafür bekomme ich eine Beförderung, Kleiner. Ja, nun nicht mehr. Ah, oh, komm. So, immer schön taktisch vorgehen. Oder auch nicht. So, jetzt gehen wir hier zum Schrank. Genau, nimm die Spritze. So, warte mal jetzt. Tun wir erstmal hier Munition aufrüsten. Okay. Ja, warte mal. Okay. Gut. Fuck, die Wachleute ballern uns über den Haufen, sobald wir losrennen. Sag Danny, er muss uns hier rausholen. Diese Arschficker haben uns eingekesselt. Du musst dir was einfallen lassen. Ich hab TNT. Ich bring es auf unserer Seite an und lass es krachen. Und was genau soll das bringen? Wenn wir Glück haben, wird das Loch groß genug, dass ihr durchpasst. Wieso Glück? Hast du überhaupt eine Ahnung, was du da tust? Das ist Dynamit. Wie kompliziert soll das schon sein? Okay, brennt. Weg von dem Loch. Wow. Oh shit. Gut, wurde man nicht ganz so weit zurückgespeichert. Nur eine Stufe zurück. Okay, leicht angeschlagen. Du das weg, Alice. Ich versuch's ja. Dannys Bein ist eingeklemmt. Helft mir mal! Niemand weiß genau, warum Selma Carnois auf Thomas Burke abgesehen hatte. Aber er nahm ihm Point Verdun weg und gab es einem Vollstrecker namens Roman, der Schlachter Barbieri, der prompt eines von Burkes Beinen zerfetzte. Danny Burke machte bei dem Überfall mit. Ich meine, er war Schrauber, er hatte noch nie sowas zuvor gemacht. Aber Thomas Burke bestand darauf. Er hoffte bei einem Erfolg der Aktion. Würde Sal ihm vergeben und er bekäme Point Verdun zurück. Hey, angeblich gibt's nichts Geileres als eine vietnamesische Pussy. Siehst du das auch so? Vielleicht. Casanova Clay. Shit, Mann, ist verdammt gut, dich zu sehen. Ja, dich auch. Hey, wie geht's Nikki? Sie wollte auch kommen, aber naja, du kennst das. Oh Gott, verdammt, Mann, so ein Scheißteil! Ja, allerdings. Komm, wir trinken Bier.
Warten wir, bis der Alte sich beruhigt hat. Dann kann's losgehen. Okay. Hey, was geht? Ich habe schon alles vorbereitet und organisiert. Die Mädels werden da sein und so weiter. Aber wir nehmen lieber mein Auto. Mit deiner Scheißkarre können wir da nicht einlaufen, hey, oder? Was ist, du nennst meinen Superschlitten eine Scheißkarre? Pass auf, ich Junge. Ich sag nur, es gibt bessere Möglichkeiten. Das kannst du vergessen. Seine Karre ist der Hammer. Ich habe einen neuen Big Block drin versenkt, bevor er nach Vietnam ist. Das ist nicht das Einzige, was du versenkt hast. Vielleicht solltest du ihm erzählen, wie du dir die Kiste von Alice gepumpt hast, um mit den Girls auszureiten. Hey, Mann, halt mich doch bloß raus, Auto gefickt. Ach, kein Grund zur Besorgnis. Er war immer gut eingepackt. Bitte, ich hab schon einen verfluchten Bastard in meinem Leben. Ich brauch nicht noch einen. Weißt du, was du machen wirst? Sauber. Und zwar jeden. Er war gut verpackt. Ich fahr doch nicht mit deiner Wichse durch die Gegend. Und du aushilfst, Clown. Du hilfst ihm dabei, klar? Vergiss es, ich hab doch keine abgekriegt. Das wundert hier keinen. Ach du lieber Himmel, ehe ihr Jammerlappen irgendwas gebacken kriegt, gewinne ich einen verdammten Zehnkampf. Schon gut, Dad. Alles klar. Danny, alles. Ihr bohrt mit dem Bohrer ein Loch in den Boden des Tresorraums. Du und Georgie, ihr wartet drin. Ihr werft das Geld runter und dann raus, so schnell es geht. Der dämliche Bohrer ist kein Leichtgewicht. Also brauchen wir ein Boot, um ihn durch die Kanäle in Position zu bringen. Alice und ich besorgen das Boot. Georgies Alte hat einen Wächter der Bank geschmiert. Er überlässt euch einen Truck. Mit der Karre und den Uniformen kommen wir garantiert unbemerkt da rein. Kommt, wir sollten langsam. Ich muss noch bei Scarletta vorbei. Paar Sachen vorbereiten. Und ihr zwei Arschgeigen glaubt nicht, dass ihr um die Sache mit dem Auto drumherum kommt. Das Ding ist sauber, wenn ich wiederkomme, sonst gibt's was ich an die Backen. Ich putz den Scheiß nicht. Oh ja, das wirst du. Mein Vater hat viel angepackt. Das meiste ist missglückt. Aber als junger Kerl hat er mal Schnaps geschmuggelt. Und so kannte er die Kanäle unter unserer Stadt. Und wusste, dass einer davon direkt unter dieser Bank verläuft. Es war seine Idee, diesen Bohrer mit einem Boot dorthin zu bringen. Er war ein echtes Dreckschwein, mein Vater. Er trägt die Verantwortung für alles, was passiert ist. Wenn du deinen Kopf riskieren willst, fein. Aber halt den eigenen Sohn da raus. Es ist seine Schuld, dass Danny tot ist. Oh, der ist tot, okay. Alle drin? Wir müssen los! Alle da! Hau rein! Die Wachen kommen durch das Loch! Scheiße, noch mehr Wachen! Los, weg! Das wird ein Spaß. Story-Auftrag freigeschalten. Die Kopf schneiden uns den Fluchtweg ab! Wir finden einen anderen Weg hier raus. Der Tunnel muss ja irgendwo hinführen. So, auch mal nach hinten schauen, auch wenn wir einen Rückspiegel haben. Die Scheißbullen! Sie öffnen das Feuer! Ich zeig's oh Gott! Schweine! Wo hast du den Boden oh, shit. Hier, für euch hier! Ja, ich fahr nicht so oft Boot, mein Freund. Verflucht, pass doch auf! Ich zeig's euch, ihr Schweine! Boah, ich will ein bisschen ausweichen hier, ich kann gar nichts machen. Da kommen sie! Der Scheißkahn brennt! Scheiße, gescheitert! Oh Gott, echt? Das ist ja mies. Das ergibt keinen Sinn. So kann es nicht gewesen sein. Genau, lass mich nochmal fahren. Ja, Checkpoint Auftrag, na ja, gut. Ich denke mal, Checkpoint ist kürzer. Letzter Stand. Alle drin, wir müssen los. Alle da, hau rein! Ich gebe jetzt schon Gas. Ich gebe Gas, Mann, los! Komm durch das Loch! Scheiße, noch mehr Wachen, los, weg! Entkomme, ja gut, ich gebe ja schon Gas, wie so ein... Die Kopf schneiden uns den Fluchtweg ab! Wir finden einen anderen Weg hier. Ah, oh, scheiße. Der Tunnel muss ja irgendwo hinführen. Na fahr doch mal, gib Gas! Na gut, ist ja kein Wunder, dass man es hier nicht schafft. Wow! Ja, die Mucke ist cool.
Yeah, babe. Sie öffnen das Feuer! Oh shit. Abgedrängt, hä? Yeah. Ist scheiße, ihr Wichser! Da kommen sie! Wow, shit, schon wieder. Fickt euch ins Knie, ihr verdammten schwanzlutschenden Rattenficker! Oh Gott. Weiter, nicht langsamer werden! Ja, ich bin ja schon auf Vollspeed hier. Hä, was ist denn jetzt los? Ach du Scheiße. Das hab ich jetzt überhaupt nie gesehen. Holy crap. Ach, der schießt ja die ganzen Bullen ab hier links und rechts. Oder bloß aus Spaß. Die Rampe, Vollgas, Lincoln! Bist du wahnsinnig geworden? Scheiße, Scheiße! Nee, ich geb Vollgas. Yeah! Wow! Yeah! Ist bei euch alles okay? So eine verrückte Scheiße habe ich noch nie miterlebt. Ich bin bloß froh, dass wir noch leben, Leute. Und, wie geht's jetzt weiter? Es gibt nur einen Weg, darauf. Willst du mich verarschen? Da wird's vom Bullen nur so wimmeln. Mal sehen. Wenn wir Glück haben, sind die so mit dem Mardi Gras beschäftigt, dass sie uns gar nicht sehen. Gehen wir. Verdammt, war das ein Spaß. Business as usual. Sag mal, musst du mir unbedingt so an den Arsch fassen? Deine Klappe und kletter weiter, Mann. Oh, der ist verletzt. Gib mir die Hand, komm schon. Hier, komm her, hab dich. Hab dich. Gut. Okay, wenn wir da raus sind, gehe ich zum nächsten Telefon und rufe uns einen Wagen. Kannst du gehen? Ja, wenn mir jemand hilft, geht's schon. Wahrscheinlich ist es einfacher, wenn ich dich trage, du Klappstuhl. Lass mich mal. Hey, was soll das? Lass mich runter! Wenn einer fragt, sagen wir, er ist besoffen. So, ihr schnappt euch die Kohle und dann raus hier. Verdammte Scheiße! Okay. Klingt einfach, ist es aber nicht. Story-Auftrag freigeschaltet. Jesus ist unser Begleiter. Na dann, los geht's. Yeah, Party! Dun, 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 dun. Na, Kleine, wie wär's mit uns zwei? Danny, leise, Mann. Man kann wirklich ihre Titten sehen? Oh, Mann. Mit der Schnauze, bevor sie uns wegen dir einkassieren. Dun, 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 dun. Cool. Oh oh. Was war denn das jetzt hier? Ach ja, immer diese Unterbrechungen. Sorry, Leute. Ich habe nichts gemacht. Ich dachte, es kommt eine Cutscene und plötzlich war es vorbei. Naja, schauen wir mal. Ja, das ist eben, wenn manchmal die Software nicht so harmoniert, wie es sein sollte, dann. Ich denke mal, jetzt ist auch eine Cutscene gekommen, aber plötzlich keinen Bock mehr gehabt. Sumpflandschaft. Finde ein Telefon. Okay, das stand aber erst anders da.
Passwort in dieser Website. Na, Kleine, wie wär's mit uns zwei? Danny, leise, Mann. Man kann wirklich ihre Titten sehen? Oh, Mann, verdammt. Halt der Schnauze, bevor sie uns wegen dir einkassieren. Ist natürlich die Frage, da ist ein Polizist. Ah, ist er weg. Oh, ja, T-Rex. Der rauchende T-Rex. Stopp, verdammt nochmal, stopp! Leck mich, Drecksau! Okay. Wow, 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 Vorsicht. Okay, hier. Das ist ganz übles LSD, Mann. Ruf Sammy an. Ach, da hinten, okay. Siehst du mein Gesicht? Wo ist denn mein verdammtes Gesicht? Die Köppe. Ja, warte, ich muss erstmal hingehen. Ach, der steht schon hier. Georgie. Ruf Sammy an, Mann. Halte die Augen offen. Was war das nur für ein Fehler? Wir stecken in der Scheiße, du musst uns helfen. Wo seid ihr? Genau neben der Parade. Danny ist verletzt. Ich kann dir keinen Wagen schicken, weil die Straßen gesperrt sind. Hör zu, an der Rückseite vom Friedhof ist ein Lebensmittelladen. Kannst du da hinkommen? Ja. Da wartet ein Wagen an der Laderampe. Und Lincoln, seid vorsichtig, hörst du? Ihr beide, du und Alice. Sind wir. Jetzt ist unser Begleiter, gehe zum Fluchtauto. Na gut. Sammy schickt uns einen Wagen zum Lebensmittelladen, zur Laderampe. Gott schütze deinen Alten. Los, komm. Boah, das sieht so schön aus, ey, mit den Effekten und die ganzen Kostüme. Das ist echt, sieht richtig cool aus mit der Parade. Hey, pass auf, wo du hinläufst. Wow, Lady, ganz entspannt. Los, durch die Bar, Lincoln. Mir zu erzählen, die Party sei vorbei. Ich bestimme, wann die Party vorbei ist. Hey, was soll das, Mann? Deep Dive Bar and Lounge, okay. Wir erhalten zwar noch weitere Meldungen, doch es scheint ohne die Bundesbank im Zentrum von New Bordeaux ausgeraubt. Quellen bei der Polizei berichten von mehreren getöteten Wachleuten. Die Täter seien mit einer Beute von mehreren Millionen Dollar entkommen. Habt ihr gehört? Wir sind in den Nachrichten! Oh oh. Wir werden gerade beschrieben. Mist, sie haben das Boot gefunden. Bleib cool, Mann, ist noch nichts verloren. Nee, ich hab da nichts geklaut, nein. Mein Kollege hier verträgt einfach nichts. Er hätte echt nicht so viel saufen sollen. So, da sind schon wieder die Gesetzeshüter. Boah, hat der den gerade weggeschmissen? So, jetzt sind wir da. Oh, Scheiße. Verdammt, was machen wir jetzt? Alice. Hier ist alles voller Scheißbullen. Alice. Ruhe! Wir kriegen das schon hin. Okay, ihr nehmt Danny und die Kohle und geht zum Auto. Ich kümmere mich um die Bullen. Nein, ich lenke sie ab. Kommt gar nicht in Frage, Mann. Schon gut, er geht ja nicht allein. Jesus hier ist unser Begleiter. Amen. Also, gehen wir. Jesus, ja. Oh, das war unklug lenken. Hey.
Rote Fahndungszone, du bist in einer roten Fahndungszone und die Cops werden erst schießen und dann Fragen stellen. Von der Polizei verfolgt. Um die Polizei abzuhängen, verlasse die blinkende, aktive Polizei-Fahndungszone oder versteck dich. Ja. Untersuchung aufgenommen. Na super. Okay, schnell weg hier. Vollträttel! Pass auf, mein Handy! Wow, shit! Hier ist der Mitfelder. Versuchen wir es da drüben. Genau. Oh, shit. Weg, weg, weg. Ich hab ihn! Helf mir hier mal! Hier geht's gleich rund. Schick mir Verstärkung. Suche Deckung! Lade nach! Scheiße, die schießen schon wieder blöden. Tja. Ah, scheiße, das war blöd. Ja, okay. Blöde reagiert. Habe ich nur gemacht, weil ich die Bilder hier nochmal sehen wollte. Die sind so schön gezeichnet. Humphrey. Du, 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 du. Yeah. Ich habe eine verdächtige Person zu Fuß gesichtet. Officer hat Verfolgung aufgenommen. Anwalt, alle Einheiten in der Nähe. Einheiten vor Ort haben Verdächtigen gesichtet. Warte, ich kann doch hier die Treppe hoch, oder? Genau, immer schön. Scheiße, nee. Warte mal. Oh, shit. Ich hab nur eine, okay. Die Masterson. Okay, 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 Ah, jetzt kann ich den Polizisten sehen, alles klar. Jetzt muss ich mal kurz auf die Karte, okay. Hier muss ich also komplett raus. Alles klar. Er muss ja irgendwo stecken. Suchen wir einfach weiter. Okay. Und wie ich das Unmögliche möglich mache, das kommt dann im nächsten Part. Dann sehen wir uns wieder auf YouTube. Vielen Dank fürs Reinschauen, fürs Kommentieren, fürs Liken und so weiter. Ihr kennt das Ganze. Macht's gut. Bis dahin. Und ciao.